Willkommen zu neuen Abenteuern im Phantasos Studio, eurem Miniaturen-Bemal-Service aus Wiesbaden und willkommen zu einem neuen Angespielt-Video. In diesem Video möchte ich euch ein wenig die Spielregeln bzw. den Spielablauf von dem neuen Slain Kiss My Ex Starter Set präsentieren. Das heißt, wir spielen ja den Anfang eines kleinen Szenarios durch. Wir machen den Auftakt quasi, gehen mal so eine erste Spielrunde durch, die ersten Spielelemente, damit ihr einfach mal seht, ja, wie spielt sich dieses System. Wie bereits in dem Unboxing-Video in der letzten Woche gesagt, das Spielsystem, das hier ihr vorliegen habt, wurde schon von Warlord Games bei anderen Systemen verwendet, wie zum Beispiel bei Judge Dredd. Das heißt, wenn ihr euch dieses Video ansieht, dann könnt ihr auch ungefähr eine Vorstellung davon haben, wie sich denn die anderen Spielsysteme aus diesem 2000 AD Comic Tabletop Spiele-Universum denn so spielen. Okay, ich habe hier schon mein kleines Anfangssetting aufgebaut. Wir haben hier auf der einen Seite den namenhaften Haupthelden, den Hauptcharakter Slain McRoth, der hier mit seinem Gefährten Uko, dem Zwerg, so seiner Wege geht. Und wie das so ist in der finsteren, düsteren Welt von Tirnaa Ogg, begegnet Slain einigen Druuns, beziehungsweise die sogenannten Skull Swords. Das sind die Jungs hier. Und wir spielen quasi jetzt das erste Szenario. In dieser Starterbox sind ja drei kleine Szenarien drin, um einfach mal die Regeln kennenzulernen. Wir spielen jetzt quasi die erste, zweite Runde dieses Szenarios durch, damit ihr da einfach mal ein Gefühl für kriegt. Diese drei Druuns, ja, sind ein bisschen unfair im Vergleich zu Slain. Da oben ist noch ihr Priester, der sie anfeuert. Der behält sich möglichst weit außer Reichweite. Uko wird sowieso gleich verschwinden, weil er hier oben weiß auch, dass das wahrscheinlich nichts gibt. Die drei haben sowieso keine andere Wahl und ja, Slain ist definitiv hier der Star in diesem kleinen Szenario. Aber es geht ja darum, dass ihr einfach mal die Würfel kennenlernt, die ganzen Einheitenwerte, die Einheitenkarten und so weiter. Und ja, deswegen spielen wir jetzt mal gleich einen kleinen Schlagabtausch zwischen den Modellen hier. Zu Spielbeginn werden für jedes Modell bzw. für jede Einheit Kunststoffmarker verschiedener Farben in einen Behälter gelegt. Das Ganze ist ziemlich ähnlich wie bei Bolt Action, wo verschiedenfarbige Würfel in einen Beutel gepackt werden und dann zieht man die Würfel. Hier hat man diese schicken 2000 AD Kunststoffmarker. Die sind in zwei verschiedenen Farben und es gibt zwei verschiedene Varianten davon. Es gibt einmal die ganz normalen Kunststoffmarker, die sehen so aus. Das ist der Kunststoffmarker für die Druuns, das ist eine Modellgruppe, das sind insgesamt drei Modelle. Und wir haben den Kunststoffmarker für Slain. Bei Slain handelt es sich um einen Charakter, um einen Helden. Da kommt ein sogenannter Marker mit einem Stern in den Behälter. Wenn so ein Marker gezogen wird, besteht die Chance, dass der wieder zurück in den Behälter kommt und nochmal aktiviert werden kann. Das heißt, wir haben jetzt zwei Marker, da wir mit zwei Einheiten spielen. Die kommen hier in den Behälter. Und dann zieht man einfach mal den ersten Marker aus der Reihe und schaut, welche Einheit zuerst am Start ist. Zu Spielbeginn werden außerdem noch für manche Charaktermodelle, in diesem Beispiel für Slain, sogenannte Feats-Karten gezogen. Feats, das sind besondere Fähigkeiten, die die Charaktere haben. Einige haben bereits sogenannte eigene Unique Feats. Das sind dann eben Fähigkeiten, die nur eine einzelne Figur hat. In dem Fall eben Slain mit der Fähigkeit Warp Out. Die geben einen Bonus, wenn man diese Karten spielt, haben einen Zustand, wann sie triggern und letztendlich den Effekt. Bei Slain ist es sogar so, er hat nicht nur sein eigenes Unique Feat, sondern er hat noch zwei weitere Feat-Karten, die wir gerade mal ziehen. Wir haben einmal noch die Feat-Karte Skullcracker und wir ziehen noch eine Karte. Das ist die Feat-Karte Uppercut. Da fokussiert die Kamera. Sehr schön, vielen Dank. Und so hat Slain also allein schon weitere Optionen, auf die er zugreifen kann während des Kampfes. Die Druuns, die drei Cell Swords, wie sie heißen, beziehungsweise Skull Swords, Entschuldigung, die haben keine solche Feed-Karten, die sind quasi nur Schwertfutter, die armen Jungs. Das heißt, Slain kommt mit drei Feed-Karten daher. Werfen wir kurz nochmal einen Blick auf die Stats. Wie bei jedem Tabletop-Spiel gibt es auch bei Slain
ja, verschiedene Stats, die die Modelle haben. Die gehen wir gerade mal der Reihe nach durch. Hier bei der Einheitenkarte von Slane gibt es noch eine kleine Besonderheit. Der hat zwei Reihen an Stats, denn wer die Comics kennt, weiß, Slane kann sich verwandeln. Der kann sich durch die Kräfte der Erdengöttin Danu in ein muskelbepacktes Berserker-Monstrum verwandeln. Und so hat eben diese Karte gleich zwei Profilwerte. Wir gehen die gerade mal von oben nach unten durch, damit ihr da ein Gefühl für habt, was die einzelnen Werte bedeuten. Wir haben hier ganz oben Move, das ist die Anzahl an Zoll, die sich ein Modell bewegt. Dann haben wir Shoot und Fight, also Fernkampf, Nahkampf. Das ist übrigens die Anzahl der Würfel, die man würfelt. Wir haben Evade, das ist der Ausweichwert. Wir haben Resist, das ist der Stat, bei dem es eben darum geht, wie sehr man Schaden oder Ähnlichem widerstehen kann. Wir haben einen Wert, den ich ganz, ganz nett finde, das ist nämlich Cool. Und der Coolness-Wert hat so mehrere Bedeutungen. Er stellt nicht nur die Moral eines Modells dar, die Effektivität im Kampf, aber auch so ein bisschen die Lebenspunkte. Das heißt, der Cool-Stat ist ziemlich, ziemlich wichtig. Interessant, dass der Warped Slane einen etwas geringeren Cool-Wert hat. Und hier unten als allerletztes haben wir noch den Punktewert. Beziehungsweise, ja, eigentlich genau die Punkte, die das Modell kostet. Auch hier ist es wieder so, dass man eben Kriegsbanden mit einem gewissen Punktewert sich zusammenstellt. Werfen wir mal kurz einen Blick auf die Spezialwürfel, die es bei diesem Spiel gibt. Die sind eigentlich ganz nett, denn da gibt es insgesamt drei verschiedene Symbole drauf. Wir haben ein Erfolgs- bzw. ein Treffersymbol. Wir haben ein Spezialsymbol, das mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 6 auf diesem Würfel vorhanden ist. Wir haben, dieses Symbol hat verschiedene Bedeutungen. In den meisten Fällen werden dadurch, gerade je nachdem, welche Waffe ein Modell hat, ja, Specials ausgelöst, Spezialangriffe, Spezialattacken. Und wir haben hier noch Verteidigungssymbole drauf. Wir haben insgesamt zwei Verteidigungssymbole drauf, drei Treffer-, Angriffs-, Erfolgssymbole und ein Special-Symbol. Okay, halten wir uns nicht lange auf, sondern beginnen einfach mal mit der ersten Runde. Wir ziehen mal den ersten Action-Chip und schauen, welche Einheit als erstes dran ist. Und das ist Slane. Sogar gleich der Special, das ist auch ganz interessant. Dann kann man gleich mal ausprobieren, wie dieser Mechanismus funktioniert, dass der Chip vielleicht wieder reinkommt. Aber jetzt für die erste Runde beginnt Slane und die drei Skull Swords tun mir schon jetzt irgendwie leid. Bevor wir beginnen, noch eine wichtige Sache. Die Modelle stehen zwar auf Rundbasis, trotzdem ist es so, dass die Modelle ja, verschiedene Winkel haben. Es gibt also hier vorne einen Front Arc, aber genauso eben gibt es einen Back Arc. Es gibt ein Left und ein Right, je nachdem von welcher Seite man kommt. Manche Waffen beziehen sich auf einen gewissen Bereich der ja, auf einen gewissen Bereich des jeweiligen Modells. Und manche Modelle sind auch einfach entsprechend limitiert, was ihre Bewegung oder ihren Fokus angeht. Ich persönlich bin nie so ein großer Fan von limitierten ja, Front- und Back-Arcs bei Rundbases. Ich finde, bei sowas eignen sich einfach eckige Bases viel, viel mehr. Bei War Machine Hordes hat man ja die Möglichkeit, zum Beispiel, dass man über die dicken Rundlippen, die sich am Rande der Bases befindet, den Front- und den Back-Arc markiert. Hier haben wir ja eher diese flachen Kunststoff-Bases von Warlord Games bzw. Renadra. Und da ist es mit dem Markieren natürlich immer so eine Sache. Ist jetzt bei diesem Modell nicht schlimm, denn es ist ziemlich eindeutig, wo da vorne und hinten und die Seite ist. Dafür ist es doch sehr, sehr einfach gegossen. Aber gerade wenn man so ein Modell wie Slane oder sowas dergleichen hat, da weiß man jetzt dann nie, wo fängt denn die Seite an, wo hört sie auf. Und es gibt natürlich noch ganz andere Modelle, die wesentlich, ja, komplizierter in dem Fall sind. Für das Beispiel ist es jetzt erstmal nicht so relevant, aber das sollte trotzdem nochmal im Vorfeld gesagt sein. Manche mögen diesen Mechanismus, manche nicht. Zu Beginn eines Szenarios bzw. zu Beginn einer Runde wird noch so ein bisschen die, wie kann man das übersetzen, die kosmische Ausrichtung, das kosmische Gleichgewicht bestimmt. Das kann sich auch von Runde zu Runde ändern. Das sind eben die, ja, göttlichen Kräfte, die um Tir-Na-Ok, um die Vorherrschaft kämpfen. Das hat wiederum Auswirkungen auf die verschiedenen Feats, auf die Boons, auf die Zauber und so weiter. Für das Beispiel lassen wir das jedoch erstmal weg. Wir wollen ja erstmal nur die Grundregeln kennenlernen. Wir haben ja den Aktivierungschip für Slane gezogen und ja, was kann ein Modell machen, wenn es am Start ist?
Es hat die Wahl, es kann entweder zwei Single Actions machen oder eine Double Action. Bei den Single Actions sind eigentlich so die Klassiker drin, wie Move, Shoot, Fight, aber auch Take a Breath, um sich zu regenerieren. Und bei den Double Actions hat man so Sachen wie zum Beispiel ein Sprint, also doppelte Bewegung, ein Charge in den Nahkampf hinein, eine Aktion ausgeben, um irgendetwas bereit zu machen, eine Aktion auszugeben, um sich zu recovern und. Also es ist im Grunde ja sehr Standard, wenn man so ein paar Skirmisher gespielt hat, dann kennt man das eigentlich. Man kann Modelle auch in einen Bereitschaftsmodus versetzen, dass die dann zum Beispiel später erst während des Zuges des Gegners dran sind, was auch ja eine schöne taktische Komponente ist. So, Slain ist am Zug und der macht, weil die Entfernungen natürlich jetzt hier auch nicht sonderlich groß sind, einfach mal einen Charge. Slain bewegt sich insgesamt 6 Zoll zu dem Skull Sword. Da hinten sind es insgesamt 7 Zoll. Ein Charge sorgt dafür, dass man sich einfach zum Gegner hinbewegen kann und nochmal einen W6 hinzuaddiert auf das Ergebnis. Dadurch, dass wir jetzt hier eine 7 Zoll Entfernung haben, verzichten wir auf das Würfeln. Denn eine 1 würfeln wir ja sowieso. Das heißt, wir bewegen jetzt mal einfach Slain direkt an den Burschen hier ran. Und dann schauen wir mal, wie der Kampf ausgeht. Das Besondere bei Slain ist, wenn ein Modell ein anderes angreift, haben beide Modelle die Gelegenheit, sich gegenseitig Schaden zuzufügen. Das heißt, es würfeln auch beide Seiten. Denn mit dem Würfelwurf wird sowohl der Angriff als auch der Verteidigungswert eines Modells bestimmt. In dem Fall haben wir bei Slain, wir haben vorher auf die Karte geschaut, 5 Würfel im Angriff. Das heißt, er kämpft mit insgesamt 5 Würfeln und der arme einzelne Skull Sword, der hat einen Fightwert von 2 Würfeln. Das ist nicht ganz so viel und nun ja, würfeln wir einfach mal und schauen, was bei dem Ergebnis rauskommt. So, dann fangen wir mal an mit dem Wurf von Slain. Das sind insgesamt, hi der Witzker, das sind schon mal 4 Hits und ein Special. Jetzt ist es so, Slain hat einen Charge gemacht. Ein Charge gibt automatisch einen Hit nochmal von 1 dazu. Und Slain hat einen Waffenbonus. Er führt seine Axt Brainbiter mit sich, die einen weiteren Power Modifier von 1 gibt. Das heißt, Slain ist jetzt hier insgesamt, glaube ich, mit dem ziemlich bestmöglichen Ergebnis, was die Offensive angeht, am Start. Das Special-Ergebnis hat auch nochmal eine Bedeutung in Bezug auf die Zweihandwaffe. Und mit dem Ergebnis, glaube ich, kommt der Gegner nicht wirklich gegen an. Aber schauen wir mal, wir würfen gerade mal für den anderen. Ich glaube, das Ergebnis können wir uns auch soweit merken. Ja. Der arme Droon kommt genau auf einen Verteidigungswurf und einen Angriffswurf. Immerhin wird er vielleicht eine Chance haben, Slain so ein bisschen wie, anzukratzen, bevor er hier in den Staub getreten wird. Schauen wir uns gleich mal in Ruhe das Ergebnis an und vergleichen. Also, wie lösen wir das Ergebnis jetzt aus? Zur besseren Übersicht habe ich jetzt einfach diesen kleinen grünen Würfel noch auf die 6 gedreht, um zu zeigen, dass das hier noch ein weiterer Treffer bei Slain ist. Im Übrigen bedeutet das Spezialsymbol bei der zweihändigen Axt von Slain, dass es sich hierbei um einen weiteren Hit handelt. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hits, was schon eine ganze Menge ist. Was machen wir nun? Slain kriegt zum einen einen kleinen Marker, der anzeigt, dass das Modell gecharged ist diese Runde. Und der gute Skull Sword, der ist mit seinem Ergebnis nicht ganz so stark, weil er einfach entsprechend wenig Würfel hat. Erstmal, jedes Schild, das man würfelt, negiert einen Hit des Gegners. In dem Fall hat der Skullsword einen einzigen Schild gewürfelt. Das heißt, wir können der Übersichtshalber einfach diesen grünen Würfel wieder wegnehmen. Die lösen sich quasi auf. So, Slain hat keinen einzigen Schild gewürfelt. Der geht diese Runde voll in die Offensive. Das heißt, dieser eine Hitmarker trifft Slain auf jeden Fall. Im Gegenzug ist es allerdings so, dass Slain hier immer noch mit insgesamt 6 Treffern daherkommt. Jetzt kommt auch schon direkt der Cool-Wert zum Einsatz, denn wenn ein Treffer stark genug ist und den Cool-Wert eines anderen Modells übertrifft,
kommt noch so ein netter kleiner Marker dazu. Das ist der Winded Marker. Winded. Das ist sozusagen ein Erschöpft-Marker. Ja, nicht direkt erschöpft. Dem Modell bleibt erstmal die Luft weg. Das bedeutet, wenn das Modell in der nächsten Runde sich aktiviert, muss es erstmal einen Cool-Wurf machen, um zu sehen, ob es diesen Marker abwerfen kann. Wenn nicht, muss es quasi eine Aktion dafür erstmal aufbrauchen, um wieder zu Luft zu kommen. Eine schöne Ergänzung, die es noch hier gibt, Modelle, die beim Charge ihren Movement noch Movement übrig haben und quasi ihren Gegner umhacken, einfach gesagt, die können auch noch ihr Rest-Movement weitergehen. Also die stürmen dann quasi im Nahkampf direkt durch den Feind durch. Okay, schauen wir jetzt mal hier auf die Ergebnisse. Wir haben insgesamt einen Hit gegen Slain und 6 Hits gegen den Droon. Jetzt kommt es auf den nächsten Wert an. Das ist der Resist-Wert, den ich euch vorhin genannt habe, also den Widerstandswert. Und da muss man jetzt eben auch nochmal würfeln, um zu sehen, ob der natürliche Widerstand eines Modells vielleicht doch noch Treffer abhält. Denn das sieht ja schon irgendwie nicht so ganz gut aus. Jetzt werfen wir mal gerade einen Blick auf das Skull Sword und der hat einen Resist-Wert von 2. Das heißt, selbst im allerbesten Fall kann der Gute maximal noch 2 Treffer von Slain abwürfeln und es versuchen weiter zu reduzieren. Müssen wir mal sehen, ob das gelingt. Okay, während diese 4 Treffer auf jeden Fall treffen, würfeln wir mal die 2, um zu sehen, ob da noch was ist. Schilde werden benötigt. So, ich wollte in der Kamera würfeln. Wir haben ein Schild, wir haben einen Hit. Der zählt nicht und mit dem Schild können wir quasi, der kommt wieder dahin, können wir quasi zumindest einen Treffer von Slain abwerfen, immerhin. Das heißt, es kommen noch insgesamt 5 Treffer durch. Im Gegenzug bei Slain, dessen Karte wir uns auch nochmal ansehen können, der hat einen Resist-Wert von 4. Das heißt, der muss im Endeffekt mit 4 Würfeln nur einen einzigen Erfolg würfeln. Ich nehme mal gerade die 2, um das zu vergleichen und da haben wir ihn auch schon. Das heißt, jetzt können wir da auch nochmal würfeln. Da wäre sogar noch einer dabei gewesen. Das bedeutet, der eine Treffer von dem Droon fliegt eigentlich schon raus. Slain gewinnt diesen Kampf, kriegt selber keinen Schaden von dem Skull Sword, richtet im Gegenzug aber 5 Treffer oder einen Power 5 Treffer gegen den Skull Sword an. Nachdem wir die Ergebnisse festgelegt haben, werfen wir mal einen kurzen Blick auf die sogenannte Injury Chart. Entsprechend der restlichen Power nach dem Resist Roll gibt es dann eine verschiedene Anzahl oder Arten an Verwundungen, die angerichtet werden. Wir haben, wie vorhin gezeigt, noch insgesamt 5 Treffer, die durchgekommen sind. Und wenn wir jetzt hier auf der Power After Resist Tabelle gucken, die geht nur bis 4+. Das bedeutet, wir haben einen Bloody Slaughter im Close Combat. Da ist noch ein Sternchen dran. Das bedeutet, da sollen wir sogar noch mal im Regelbuch nachgucken, was denn da jetzt passiert. Oh je. Okay, ein Bloody Slaughter bedeutet also Folgendes. Zum einen erhält das Modell insgesamt 3 Verwundungsmarker. Das sind hier diese netten kleinen Blutstropfen, die dabei sind. Gibt es natürlich auch nochmal in der anderen Farbe. Und die legen wir jetzt gerade mal zu dem Modell dazu. Jeder Verwundungsmarker, den ein Modell hat, reduziert alle seine Stats um jeweils einen Punkt. Das heißt, wir haben jetzt hier 3 Marker drauf. Das heißt, all diese Werte werden um insgesamt 3 Punkte reduziert. Jetzt ist es so, Modelle können, wenn sie grievously oder seriously injured wurden, also verletzt wurden, haben sie die Möglichkeit, nochmal Schaden, auszuweichen, indem sie sich zurückziehen. Bei einem Bloody Slaughter geht das leider nicht. Das ist einfach zu heftig, zu brutal. Ja, wann ist denn ein Modell dann ausgeschaltet? Ganz einfach, sobald der Cool-Wert eines Modells auf 0 reduziert ist, zählt das Modell quasi als erledigt, ausgeschaltet, aus dem Spiel genommen. Das heißt, Slain ist jetzt einfach durch den Guten hindurchgelaufen. In dem Fall hätten wir sogar noch würfeln können, aber egal. Das heißt, der ist jetzt einfach mal raus. Und wir räumen hier die ganzen Marker ab. An der Stelle sei noch erwähnt,
Ein Bloody Slaughter generiert auch noch einen sogenannten Blood Point. Blood Points können später im vollständigen Spiel dazu genutzt werden, um sogenannte Boons zu spielen. Das sind noch weitere Karten mit besonderen Effekten, die man raushauen kann. Und um die Feats nicht zu vergessen, Slain hätte in dem Fall, aber das war eigentlich schon ein Overkill, hätte auch zum Beispiel noch den Feat Uppercut spielen können, diese Card. Gibt quasi einen Bonus plus 1 to fight. Bei einem Close Combat Roll von 3 Erfolgen hätte es dann diesen Effekt gehabt. Haben wir jetzt nicht gespielt, weil hat ja schon auch so gereicht. Aber so kann man eben auch während des Spiels noch die Karten einsetzen. Okay, der eine Droon Skull Sword ist weg. Wir haben ja noch den anderen. Jetzt wird nochmal geguckt, ob dieser Marker am Ende des Spiels wieder am Ende dieser Runde zurück ins Spielfeld kommt, zurück in den Behälter kommt, denn es handelt sich ja um einen Star-Chip, einen besonderen Chip. Dafür nehmen wir den Cool-Wert von Slain, der ist 5, und gucken, ob wir ein entsprechendes Special gewürfelt haben. Das haben wir hier. Das heißt, der Marker kommt wieder rein und kann erneut gezogen werden. Das heißt, unter Umständen ist Slain gleich erneut dran und mischt hier weiter unter den Gegnern auf. Schauen wir mal. Ich ziehe den nächsten Marker aus dem Pott. In dem Fall sind es jetzt doch die Droons, die dran sind. Das ist allerdings kein Star-Marker, wie ihr seht. Das heißt, die werden einmal aktiviert und das war's. Naja, vielleicht können die beiden ja ihren Gefährten rechnen. Rechen, herrje. In dem Fall ist noch eine Besonderheit. Es handelt sich dabei um eine Aktivierung einer Gruppe von Modellen. Das heißt, bei Slain gibt es zum Teil Einzelmodelle, zum Teil Modellgruppen. Das heißt, die beiden Skull Swords werden jetzt gemeinsam aktiviert. Das heißt, die werden auch gemeinsam Slain angreifen. So, dann schauen wir doch mal, was die Skull Swords machen. Im Grunde wiederholen wir die Sequenz, die ich euch vorhin schon mit Slain gezeigt habe. Hier nochmal ein Blick auf die Stats. Die Skull Swords haben einen Fight-Wert von 2. Das heißt, wir nehmen 2 Würfel. Sie haben einen Charge gemacht. Das heißt, das merken wir uns schon mal. Sie kriegen einen Power-Bonus von 2. Das markieren wir uns einfach mit dem grünen Würfel hier im Hintergrund. Dadurch, dass die Modelle gemeinsam angreifen, wird quasi davon ausgegangen, dass ein Modell das initialisierende Angriffsmodell ist und jedes weitere Modell addiert seine Werte dazu. In dem Fall kommt also nochmal durch das zweite Modell 2 Würfel hinzu. Wir haben also insgesamt 4 Würfel, mit denen wir zuschlagen. Und einer der Skull Swords, na so sind sie halt, ist ein bisschen feige. Der hat Slain von hinten angegriffen. Ich habe euch ja vorhin gesagt, die Modelle haben quasi einen Front Arc, einen Back Arc. Das wird später noch eine Rolle spielen, wenn es um die Verteidigung von Slain geht. Aber in dem Fall also kommen wir jetzt hier auf insgesamt 4 Würfel. Und 2 Hits auf jeden Fall von dem Charge durch die 2 Modelle. Und Slain würfelt weiterhin mit seinen schon bereits vorhandenen 5 Würfeln. Gucken wir mal, was das Ergebnis ist. Also, die Skull Swords. Naja, die gehen wohl so ein bisschen auf Nummer sicher und würfeln insgesamt 3 Verteidigungen. Die haben gesehen, dass ihr vorheriger Kollege relativ schnell umgehauen wurde. Sie kriegen ja 2 Hits durch den Charge, also 3 im Angriff, 3 in der Verteidigung ist an sich ein ziemlich guter Wurf. Slain wiederum, der jetzt in dem Fall keinen Charge gemacht hat, das heißt, er kriegt da keinen Modifier drauf, würfelt einfach nur mit seinen 5 Würfeln und ich merke schon, wir brauchen hier mehr Würfel. Slain kommt aber auch auf insgesamt 2 Verteidigungen und 2 im Angriff. Er kriegt ja noch einen Power Modifier Bonus von plus 1 durch seine Axt. Ich würfel jetzt den Würfel nochmal, um zu sehen, was da als Ergebnis rauskommt. Wir haben hier nochmal ein Verteidigungsergebnis. Das heißt, wir kommen hier insgesamt auf, ich werde jetzt einfach mal diese 1 als Verteidigung werden, auf 2 im Angriff bei Slain, 3 in der Verteidigung und bei den Droons kommen wir auf, ja, blöde Sache, 3 im Angriff, 3 in der Verteidigung. Das heißt, das ganze Ergebnis hier, ja, cancelt sich ja im Prinzip aus. Die 2 Angriffe werden von den 2 Verteidigungen geblockt, das heißt sind raus und wir haben noch eine Verteidigung übrig. Und die 3 Angriffe von den Droons werden doch tatsächlich von den 3 Verteidigungen von Slain abgewehrt. Das heißt, das ganze Ding ist eine absolute Nullrunde, es ist nichts weiter passiert, aber ja, so kann es halt auch mal gehen.
Huko freut sich natürlich, denn er weiß, was in der nächsten Runde kommt. Ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch in diesem angespielten Video zeigen wollte. Ihr habt jetzt einfach mal den Würfelmechanismus kennengelernt. Ihr wisst jetzt die verschiedenen Stats, die so ein Modell ausmachen. Ihr habt kennengelernt, welche Aktionen welche Modelle machen können, wie das so im Groben und Ganzen funktioniert, also mit den Single Actions, den Double Actions. Ihr habt gelernt, wie die Würfel zu interpretieren sind und ihr habt gelernt, wie man die Modelle an sich aktiviert, indem man diese wunderschönen Marker aus entsprechenden Behältnissen zieht. Das Ganze müsst ihr euch dann eben noch vorstellen im wesentlich größeren, umfangreicheren Maße. Ich denke mal so 10 Modelle pro Seite könnten da schon drin sein, vielleicht auch mal 10 bis 15 Modelle, aber dann ist es eigentlich auch schon fertig. Wir haben jetzt so ein paar Kleinigkeiten ausgelassen, unter anderem können Modelle noch Stunt, also benommen werden, was ihnen wiederum Nachteile erzeugt. Den Winded bzw. Winded Marker haben wir jetzt auch nicht verwendet. Genauso wenig haben wir bisher jetzt großartig uns um die Boons und Feeds gekümmert. Aber das sind alles Sachen, die kommen im Laufe des Spiels Schritt für Schritt dazu. Mir war es in diesem angespielten Video einfach mal wichtig, dass ihr seht, wie grundsätzlich der Würfelmechanismus funktioniert, wie so ein Rundenablauf ist. Und ich hoffe, das hat euch einigermaßen einen Einblick gegeben. Zusammen mit dem vorherigen Unboxing-Video habt ihr, denke ich, jetzt schon mal einen ganz soliden Einblick in das Slain-Tabletop-Spiel, in das Starter-Set bekommen. Wie bereits in dem Unboxing gesagt, in dem Starter-Set befinden sich ja noch ein paar mehr Modelle. Es befindet sich ein kleines, 3 kleine Einstiegsszenarien, die man spielen kann, wo das ganze Spielmaterial noch zum Einsatz kommt. Was haltet ihr davon? Klingt es für euch interessant? Klingt es für euch eher langweilig? Klingen die Spielmechanismen so, als ob man daraus was Schönes machen könnte? Oder denkt ihr, nee, das ist mir alles viel zu kompliziert, ich bleibe lieber bei einem anderen Spielsystem? Oder hat es euch jetzt dann doch irgendwo gereizt und sagt ihr auch, ja komm, da würde ich gerne mal reinschauen. Würde mich interessieren, was so eure Meinung zu dem Spielprinzip ist. Und natürlich, selbstverständlich, dadurch, dass ich das Spiel ja auch erst noch lerne, wäre es ganz gut zu wissen, ob ich nicht vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Fehler gemacht habe. In dem Fall wäre es natürlich gut, wenn ihr das entsprechend korrigieren könnt. Okay, das war's für dieses Angespielt-Video. Danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.